Wären wir ein Unternehmen, hätte die Stadt längst Insolvenz anmelden müssen. Hamburg hat einen Schuldenberg von 28 Milliarden Euro. Dennoch hat Hamburg immer noch eine florierende Wirtschaft. Die Steuereinnahmen sprudeln. Das müsste doch Anreiz sein und doch endlich mal ein Grund sein, dass wir wirklich auskommen mit dem Geld, was in der Kasse ist, und sogar jetzt anfangen, auch die Schulden abzuzahlen, die wir da haben. Der Hamburger Hafen ist nach wie vor das Herz der Hamburger Wirtschaft. Wir verlieren aber im Wettbewerb mit anderen Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen, wenn wir nicht endlich unsere Infrastruktur in Ordnung bringen. Und das ist zum einen die Fahrrinnenanpassung, das sind aber auch die Straßenbrücken und Schienen im Hamburger Hafen. Da haben wir einen Investitionsstau von 300 Millionen Euro. Und anstatt den endlich mal zu beheben, verbuddelt der Senat lieber über eine Viertelmilliarde in einem teuren, aber völlig unsinnigen Busbeschleunigungsprogramm. Ist für jeden Unternehmer ein Riesenthema, Bürokratie. Kostet unglaublich viel Geld. Es kann einfach nicht sein, dass wir immer neue Gesetze entwerfen, ohne uns darüber Gedanken zu machen, was das denn auch für denjenigen bedeutet, für den sie gedacht sind, nämlich den Unternehmer. Ein ganz großer Nachteil für unsere Hamburger Unternehmen. Für mich ist es nicht hinnehmbar, dass Berlin es schafft, immer noch die kreativsten Köpfe des Landes in die Stadt zu ziehen, während Hamburg hinterherhinkt. Ich möchte auch, dass wir hier eine Gründerszene haben, die sich entwickelt und die auch langfristig in der Lage ist, das, was der Hamburger Hafen uns vielleicht nicht mehr bringt, auch aufzufangen. Da müssen wir auch an später denken, an Zukunft denken. Der Staat hat die Aufgabe, für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu sorgen, hat aber überhaupt nicht die Aufgabe, selbst Unternehmer zu spielen. Diese These ist erfolgreich bewiesen, daran halten wir auch fest. Mein Name ist Katja Suding und ich bitte um Ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl 2015.